Okay, und damit gehen wir nahtlos über direkt in den Live-Auftritt von Weidmanns Hai. Kurz zur Info, wir haben uns gerade mit dem Chat zusammen, wir sind live auf Twitch. Links in der Beschreibung, kommt da gerne vorbei. Gerade auch dienstags geben wir uns ultra viel Rammstein-Zeug oder ausschließlich Rammstein-Zeug. Alles Mögliche, nächsten Mittwoch geht's, nächsten Dienstag geht's wahrscheinlich mit der Albumreaktion los. Wir haben uns gerade die Studioversion von Weidmanns Hai gegeben, damit ich so einen groben Einblick schon mal in den Song bekommen habe. Ich habe den Text so lala verstanden, Chat. Noch nicht zu 100%, aber es geht um die Jagd. Es geht um eine Kreatur, die sterben muss im Endeffekt. Was diese Kreatur ist, weiß man nicht so ganz genau. Vielleicht eine Frau, vielleicht irgendwas Übermenschliches, vielleicht dies, vielleicht das, vielleicht Ananas. Das darf, glaube ich, auch an dem Punkt jeder für sich selbst interpretieren, was auch sehr gut ist. Es gibt einen Live-Auftritt aus dem gleichen Jahr wahrscheinlich, 2010 im Dezember. Das war wirklich ein grandioses Jahr, glaube ich, weil es aus diesem Jahr, gerade aus diesem Abend, zu gefühlt jedem Song ein Video gibt. Junge, da war die Hütte aber auch voll. Also Real Talk, voller geht's nicht, oder? Und wenn man jetzt schon... Oh je, Till hat schon was über der Schulter. Till hat schon was über der Schulter. Das gleiche, was man, glaube ich, im Thumbnail oder im Anfangsbild auch schon gesehen hat, wo er quasi auf die Decke gezielt hat oder nach oben auf jeden Fall. Wenn man jetzt den Hintergrund kennt von der Jagd und dies und das, ne, jemand muss getötet werden, die Kreatur muss sterben und so weiter, dann machen diese Bläser, diese Hornbläser oder sowas im Intro auch viel mehr Sinn irgendwie. Ich stelle mir gerade irgendwie so, man ist irgendwie in Bayern oder sowas, man bläst diese ganz, ganz langen, kennt ihr diese, wie nennt man denn das? Nicht mal Trompeten, oder? Das sind so Blasinstrumente, die so einen ganz, ganz langen Hals haben. Und am Ende kurz so eine Biegung machen nach oben, ne? Dass so drei Leute da stehen und einfach gleichzeitig synchron dieses Rohr blasen und somit die Jagd eröffnet ist. Wisst ihr, was ich meine? Und dann jeder für sich selbst jagt. Das Alpenhorn ist für was anderes. Das ist ein Jagdhorn. Stimmt, es gibt ja auch diese kurze Variante. Das ist ein Jagdhorn. Guck mal, man lernt hier was dazu. Das ist unglaublich, wirklich. Das ist ein Jagdhorn, dass man bläst und somit die Jagd quasi eröffnet ist, oder? Bro, ich feiere das, wie das jeder einfach auf seine Art und Weise feiert. Die einen Headbang, die anderen machen so, die anderen kommen nicht mehr auf ihr Leben klar, keine Ahnung. Ich mag diese Diversität in den Zuschauern sehr. Ich grinse schon seit Tagen. Junge, was ist denn das? Da frage ich mich halt auch wieder, das kannst du nicht beim Penny nebenan kaufen, beim 1-Euro-Markt oder sowas. Das kriegst du auch in keinem Baumarkt. Das ist auch so wieder Marke Eigenbau, ne? Auch wenn die in andere Länder reisen so. Ich meine, das muss ja immer mitgeschleppt werden. Sagt der Zoll nicht mal, hey, Koffer aufmachen oder, ne, wir haben da was Verdächtiges gefunden? Und wenn die dann den Koffer aufmachen, sehen die sowas? Was machst du dann? Wie willst du es erklären? Sowas hat noch nie jemand gesehen. Die haben ja Privatjet. Ja, aber trotzdem darfst du ja im Privatjet nicht alles mitschleppen, oder? Da gibt es ja auch eine Art Kontrolle. Rolle oder sowas. So werde ich mir ein Hall jagen und bis morgen sitze ich an, damit ich Blattschuss gehen kann. Till sieht auch wirklich, also erstmal auch wieder extravagantes Outfit von Oliver hier mit diesem Strickoberteil, mit diesem Hut, mit diesem fast schon Zauberhut, wo er jetzt gleich ein Karnickel rauskommt und über die Bühne hüpft und Till dann, bupp, dann ist Licht aus. Till sieht hier mit dem Netz aus wie jemand, der in der Kantine arbeitet, ohne Witz, der die quasi den Kartoffelbrei noch oben drauf haut, wo du dein Tablett immer weiterschiebst und einer nach dem anderen das Zeug drauf haut, ne? So sieht der gerade aus. Hier Pre-Chorus, auch eine Studioversion, ultra nice irgendwie. Also Pre-Chorus, auch die Melodie, habe ich auch vor ein paar Minuten gesagt, kenne ich irgendwoher. Wie er hier diese Wörter betont, diese Zeilen betont, ich kenne das irgendwoher. Junge, guck mal den Typ an, ne? Junge, der hier vorne, der kommt nicht auf sein Leben klar. Der Typ, der versteht zwar wahrscheinlich gar kein Wort, was ich ihm gerade irgendwie Till erzählen möchte. Der Typ feiert einfach. Was mit ihm abgeht, keiner weiß so genau, er weiß es wahrscheinlich selber nicht. Aber der Bruder,
erste Reihe, hat 12 Stunden wahrscheinlich gewartet. Der Bruder genießt jede Sekunde. Ein Schweinchen auf die Läufe kommt an Singelfrohen Riegesorgen. Was auch das Verständnis des Textes etwas erschwert, sind diese Jagdwörter, die Till hier extra benutzt. Und ich habe dann auch gefragt, ob sich dafür extra irgendwie Till ein Jagdbuch gekauft hat oder irgendwie jemand gefragt hat, der sich mit der Jagd auskennt. Dann hat der Chat mir aber gesagt, dass Till Jäger ist oder zumindest irgendwie ab und zu auf die Jagd geht. Benutzt er das Gewehr für die Jagd? Ich glaube nicht. Was macht Till eigentlich nicht? Der macht aber, merkt ihr, erkennt ihr so ein Muster bei Till? Der macht nur gefährliche Sachen. Der hantiert irgendwie mit Waffen, dann mit Feuer, mit Pyro. Er kann nichts Normales machen, oder der Mann? Der kann nichts Normales machen. Till streamt noch nicht? Ja gut, das wäre viel zu langweilig. Überleg mal, Till streamt irgendwie auf Twitch oder sowas. Junge, das wäre ihm ja todeslangweilig. Der wird direkt irgendwie 2 Monate in Urlaub geschickt werden von Twitch, weil er hier irgendwas anzündet. Stimmt, Leistungsschwimmen ist so... Stimmt, der schwimmt ja auch. Gut, Leistungsschwimmen ist nicht gefährlich, ne? Verstehe ich voll und ganz. Gutes Argument. Aber er schwimmt ja auch. Also was macht der Mann nicht? Junge, das ist schon ein ordentliches Ding da, ne? Aber hier vorne ist doch irgendwas dran geklebt, oder? Also hier vorne, keine Ahnung. Natürlich kommt gleich irgendwas aus diesem Trichter vorne raus, aus diesem zusammenlaufenden Zylinder so. Aber das ist schon, also das ist for real irgendeine Art Gewehr oder sowas. Das ist jetzt nicht irgendwie was hingebasteltes. Also das kann man bestimmt irgendwie so kaufen, oder? Er angelt auch noch, ja okay, gut. Jagen, angeln, er ist sehr naturverbunden. Auf der anderen Seite hantiert er viel mit Feuer, viel mit Pyro, macht dann da auch gefährliche Sachen. Was kann Till nicht? Das ist hier die Frage, genau. Till hat mehr Talent als wir alle zusammen. Ja gut, deswegen reagieren wir auch auf Till. Deswegen ist es ja nicht andersrum. Hätten wir mehr Talent, würde Till hier sitzen und drauf reagieren. Deswegen machen wir das ja. Aber einer muss auch den Job hier machen, vergesst es nicht. Okay, ich spreche einmal das Wort sterben, so aus wie Till. Meine Stimmbänder zerreißen sich selbstständig in 6.500 Teile. Ich kann danach kein Wort mehr reden. Guck mal, wir sterben, wie er das rausposaunt. Ich sag das Wort genau einmal so wie er. Das war's für mich. Playback macht den Rest. Ich habe schon fast Feuer vermisst, ohne Witz. Die letzten Live-Auftritte waren so ein bisschen feuerarm, sagen wir mal so. Zumindest haben wir da nicht so viel gesehen. Da ist doch Feuer, mein Gott, ne? Und da haben die auch ordentlich, also feuertechnisch generell, Pyro und feuertechnisch ging es da auch ordentlich ab. Der Unterschied ist halt, dass viele Konzerte Open Air sind, also wirklich oben offen sind und somit die Hitze auch irgendwie mal raus kann. Im Madison Square Garden war es ja meines Wissens nach nicht so. Das war ja zu, oder Chat? Und da wurde es ja irgendwo mit der Zeit ultra heiß. So viele Menschen auf einem Fleck quasi, 15.000 Leute oder sowas, hat jemand vorhin geschrieben. Da wird es generell sehr schnell sehr warm. Man bewegt sich noch dazu, ergo es geht noch schneller. Feuer kommt noch, ist komplett vorbei. Es ist komplett vorbei. Oh! Wisst ihr, was ich gedacht habe? Dass es irgendwie wieder was mit diesen Leinen da oben zu tun hat. Aber das hatten wir ja schon bei einem Song, dass er quasi nach oben geschossen hat, das quasi in die eine Richtung gefunkt hat und dann wieder in die andere Richtung gebrannt hat, irgendwie sowas. Das hatten wir ja schon. Ich habe gedacht, er zielt es wieder auf irgendeinen Punkt da oben. Du warst. Ich dachte, er zielt wieder auf irgendeinen Punkt und das löst wieder irgendwas aus. Es hat ja was ausgelöst. Allerdings so einen, wie soll man das sagen? So einen Pyro-Regen oder sowas und dann kommt da so Dampf hoch, der irgendwie mit so einem blauen Licht beleuchtet ist.
soll wahrscheinlich, Digga, da hast du ja auch Arschkarte. Ganz kurz mal, ne? Du hast auch Arschkarte, wenn du hier sitzt oder so. Ich weiß nicht, sieht wahrscheinlich optisch nur so aus, aber du siehst ja, du sitzt ja relativ steil zur Bühne, oder? Du siehst ja dann gar nicht alles, oder? Ich denke mal, diese blauen blauen, Digga. Was ist halt los? Ich denke mal, diese roten Lichter, dieser rote Rauch soll irgendwie das Blut bei der Jagd veranschaulichen. Sie spürt die Bündungsenergie. Feine Schweißtropfen auf das Knie. Die Zeile ist halt so, er sagt hier explizit, sie spürt die Mündungsenergie. Sie, ein weibliches Tier, eine Frau, eine weibliche Kreatur, sie oder die Kreatur, sie, also die Kreatur, wisst ihr, was ich meine? Das kann so vieles sein, aber genau so ist es ja auch geschrieben, dass du da quasi, dass jeder seine eigene Geschichte drum spinnen kann. Die Zeile verdeutlicht es nochmal so ganz gut eigentlich. Auf dem Lande, auf dem Meer. Alle, Junge, erst die erste Reihe geht ja brutalst ab, oder? Auf dem Lande, auf dem Jo, Junge, alle, die drücken sich ja da vorne alle zusammen irgendwie, oder? Da ist ja auch ultra wenig Platz. Ich meine, da muss es so schnell ultra warm werden. Aber guck mal, der Junge da vorne, alle, der denkt sich auch gerade, Junge, was für ein Sandwich. Aber irgendwie gefällt es ihm wahrscheinlich auch. Ey, sehr geiles Ding. Wirklich. Und die Hütte ist voll bis oben hin. Holy moly. Also das ist schon... Ich glaube, das war einer so, ihr habt es ja auch oft gesagt, aber ich merke auch immer wieder, dass Madison Square Garden schon so einer der geilsten Auftritte war irgendwie. Auch von der Atmosphäre her so. Also es ist so gebündelt alles, ne? Da kann ja nichts raus. Es ist so laut in dieser verdammten Halle. Und ich glaube, das trägt auch noch der ganzen Atmosphäre ultra viel bei. Ey, war ein super, super nicer Live-Auftritt. Ohne Witz.